Ja, vielen Dank, Herr Janke. Da waren viele Dinge dabei, die wir, glaube ich, alle sehr gerne gehört haben. Als nächstes wird zu uns sprechen Herr Stefan Evers. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus und zugleich der stadtentwicklungspolitische Sprecher. Das ist ja auch ein stadtentwicklungspolitisches Bauvorhaben hier. Wir sind sehr gespannt auf Herrn Evers. Der sozusagen das erste Mal in diesem entwicklungspolitischen Kontext spricht. Herr Evers, bitteschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Global Village, auch von unserer Seite zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Stück Weges, der schon zurückgelegt ist. Das ist ja schon ein beharrliches Stück Arbeit gewesen und hat sicherlich der einen oder anderen parteiübergreifenden politischen Unterstützung auch bedurft. Und insofern bin ich froh, dass wir hier heute gemeinsam stehen und einen Ausblick auf das nehmen können, was hier noch werden wird. Und damit bin dann auch ich als Entwicklungspolitiker gefragt, wenn auch als Stadtentwicklungspolitiker, wenn es darum geht, politische Visionen auch baulich in Stadtgestaltung umzusetzen. Und ich glaube, auch in dieser Hinsicht ist hier nicht nur inhaltlich und konzeptionell, sondern auch in der Planung dieses Geländes etwas ganz Außergewöhnliches gelungen. Ich habe mich ja eben schon informieren dürfen. Es ist nicht nur so, dass Sie die Welt nach Berlin holen, dass Sie eine Welt hier darstellen in Berlin, sondern dass Sie auch Stralau, hier wo Sie künftig Ihre Heimat haben werden, ein Stück weit in die Stadt hereinholen. Und das ist auch etwas, was Stralau gut gebrauchen kann. Das ist ja ein Kiez, der ein bisschen unter einer Randlage zu leiden hat, ein Stück weit abgeschnitten hier vorne durch die S-Bahn. Außerhalb insofern, als dass es in Berlin ja immer heißt, drinnen ist man nur, wenn man innerhalb des S-Bahn-Rings wohnt. Sie werden hier anderes beweisen. Sie werden zeigen, dass auch das hier ganz tief drinnen ist. Und auch dafür wünsche ich Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute. Wann immer Sie Hilfe brauchen, und ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, egal von welcher Partei wir hier stehen, Hilfe geben wir alle gern. Und sicherlich ist das eine oder andere Mal auch hilfreich. Wir haben uns als Koalition fest vereinbart, dieses Projekt zu unterstützen. Wie es so schon ist mit politischen Verabredungen, in der Realität gerade des Verwaltungsalltags hapert es manchmal an der einen oder anderen Stelle. Da sind wir ja auch in einem engen Dialog, um mögliche Bremsen zu lösen, damit das Projekt weiter volle Fahrt behält. Und ich freue mich insbesondere, dass es uns gelungen ist, hier an diesem Beispiel modellhaft deutlich werden zu lassen, was wir meinen, wenn wir in Berlin davon sprechen, dass wir einen anderen Umgang mit Grund und Boden, mit öffentlichen Grundstücken haben wollen, dass wir eine neue, eine nachhaltige Liegenschaftspolitik praktizieren wollen. Ich glaube, wir tun gut daran, das hier wie andernorts zu tun. Es ist ein ausgezeichneter Ort für dieses Projekt. Alles, alles Gute. Zählen Sie auf uns und lassen Sie uns heute Nachmittag gemeinsam feiern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Evers.